Ja, Leute, es ist wieder Zeit für etwas ganz Besonderes und zwar ein weiteres Opening, um genau zu sein, Battles of Legend. Ja, dieses Set, ich freue mich immer mega auf sie, denn hier ist immer sehr viel cooles Neues drin, aber meist auch älteres, also bekanntes schon. Und erstmal, ich muss sagen, sehr, 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 sehr süß und hier auch noch. Ja, hier gibt es auch neue Archetypes drin, wie man sieht hier halt Dino. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze einfach mal und gucken eben nach. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß, dass im letzten Set es auf jeden Fall Starlight Rares gab. Ich weiß nicht, ob hier jetzt Starlight Rares drin sind. Was ich aber weiß, dass hier Kristallungeheuer drin sind. Ich glaube, schwer zu erraten. Und ich muss schon sagen, ich liebe es, ja, wenn es einfach verschiedene Artworks hat. Guckt euch das an. Oh, Topaz. Oh, Topaz-Tiger ist ja mal anders hübsch. Auch. Also sehr, sehr hübsch. Gefällt mir mal. Gefällt mir mal sehr gut. Aber ich würde sagen, wir gehen hier mal rein und wollen gucken, was wir eben ziehen. Wie immer, ich muss es ja sagen, weil viele in den Kommentaren schreiben, warum weißt du das denn nicht? Ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set. Und wir fangen an mit den ersten Karten, wo ich nicht wusste, dass die hier drin waren an sich. Und zwar Kristallungeheuer, und zwar die ursprünglichen. Ich wusste, dass die neuen hier drin sind, aber eben nicht, dass eben hier die älteren drin sind. Dementsprechend, Bernsteinmammut. Good old card. Dann haben wir die nächste Karte, Insekt. Ja, hier gibt es eine Art Insekten-Archetype drin, der eben drauf basiert auf Stufe 3 bzw. Stufe 2. Neu eben. Schwarzflügel ist hier drin. Jetzt fangen wir an. Jetzt fängt schon an, was ich nicht weiß. Okay, Schwarzflügel ist hier drin. Erstmal hier alles in Ultra-Wear und die Kamera möchte mal wieder nicht scharf stellen. Ich glaube, ich muss einfach dichter ran. Alles in Ultra-Wear. Ist natürlich immer hübsch. Ist natürlich dementsprechend auch ein Raritäts-Upgrade. Und wir haben hier Regenbogenbrücke. Regenbogenbrücke natürlich auch passt. Ich glaube hier. Und das erste. Da ist das in. Es heißt, entwickeltes Kristallungeheuer Bernsteinmammut. Okay, es sind also quasi offiziell die Weiterentwicklungen. Sind natürlich auch von Effekt her zum Teil stärker, obwohl natürlich, wenn du ein Kristallungeheuer-Deck baust, auf jeden Fall auch eben die älteren brauchst. Also es reicht nicht einfach nur, die neuen hier zu spielen. Das reicht eben nicht. So, es geht weiter. Stonege. Okay, hier gibt es ein Golem-Archetype drin. Schwarzflügel. Super. Wie gesagt, es gibt ein Archetype drin eben. Was ist denn heute mit der Kamera los? Also da kriege ich ja schon hier wieder. Ein Golem-Archetype basiert auf Link. Ist sehr interessant, gerade weil es auch mit Cybers Erde-Monster zu tun hat, beziehungsweise Cybers Link-Monster zu tun hat. Finde ich sehr gut und sehr interessant. Wenn ein Effekt aktiviert wird, der Schaden zufügen würde, stattdessen hält dein Gegner Schaden. Okay, ist ein Counter gegen Schadenkarten. Kristallung ist auf 4 Pegasus, natürlich. Good old. Und Nummer 100 ist hier drin. Das ist interessant, wusste ich auch nicht. Nummer 100 hier drin, finde ich super. Finde ich super, Nummer 100 nehmen wir mit. Ja, wie gesagt, wir haben hier Ultra Rares und Secret Rares. Und ich muss sagen, Secret Rares, wir können es euch nochmal angucken, sieht hier schon sehr hübsch aus. Also der Effekt ist, glaube ich, sehr gut vergleichbar mit immer, wenn es quasi Packs gibt. Ich komme auf den Namen jetzt nicht. Aber die Packs, wo so Special-Karten sind, also so Special-Packs immer. Schwarzflügel und Royal Strike. Da muss ich was zu sagen. Also tut mir leid, heute ist die Kamera ganz wild. Royal Strike, das ist eine neue Karte eben natürlich zu Ritterin der Königin, Ritterin des Königs und Ritterin des Buben. Und da gibt es auch noch ein Monster zu. Und damit kannst du es halt rufen mit der Zauberkarte. Und die finde ich sehr interessant, weil sie vom Effekt per se ziemlich strong ist. Ja. Aber hier drin, natürlich, die finstere muss dazu sein. Diddy Crow. Okay. Diddy Crow möchte auf jeden Fall. Heute ist echt anders. Diddy Crow. Ja, warum nicht? Warum nicht? Nehmen wir mit. Und Verdammnis, Kaiserdrache. Ah ja, okay, auch unerwartet, wusste ich auch nicht, auch drin. Nett, 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 nett. Nehmen wir doch alles mit. Dimensionswürfel. Sieht ein bisschen aus, als würde man, ich weiß gar nicht, wie es heißt aus dem Anime, den spielen. Du kannst halt hier was nehmen, was Würfeln enthält und dementsprechend dann adden. G-Golem. Ich habe es gesagt, G-Golem ist ein Archetype. Cybers Erde und ist eben auf Link basierend, was natürlich sehr gut ist.
Nochmal Schwarzflügel, auch sehr nett. Und, okay. Hier haben wir eine neue Fusion, die sehr interessant ist, weil sie eigentlich einen sehr strong Effekt hat und vor allen Dingen vom Effekt her was Besonderes hat. Und zwar erstmal Beschwörung ist ein Lichtkriegermonster der Stufe 5 oder höher. Ziemlich simpel. Und ein Erde-Kriegermonster. Soweit, so gut. Und jetzt hat er folgenden Effekt. Und zwar, wenn er ein Monster angreift, was keine Sterne hat, also Link-Monster, Exit-Monster, dann macht er doppelten Schaden. Er selber hat 3000, was schon ordentlich ist. Finde ich interessant, dass sowas eben drin ist. Und Urwegritter ist eine Secret Rare. Okay, finde ich interessant. Ist halt für Earth, also für Erde-Maschine. Ist ja schon cool. Eine Secret Rare. Sieht hübsch aus von Artwork her. Sehr hübsch aus. Die Chaos... Nein, hier sind nicht die Chaos-Karten. Chaos... Daedalus. Super Karte. Finde ich gut, dass sie hier drin ist. Donnerball, Saphir Pegasus. Kriegen wir das Playset noch voll. Drachenklaue und... Ja! Evil Twin ist hier drin. Okay. Evil Twin, gerade mit Sprite auch. Jetzt natürlich hat nochmal seine Hochphase bekommen. Und ja... Reprint war nötig. Reprint ist da. Ich würde sagen, sehr gut. Also das freut mich. Also wirklich. Also Evil Twin, also man hat darauf gewartet, aber es war eben nicht sicher. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass er wirklich gefühlt komplett Schwarzflügel nochmal drin ist. Also wirklich komplett Traumhai? Ah ja, genau. Die war auch schon bekannt. Ich dachte gerade, es wäre ein Hai, den wir noch nicht kennen, aber der war auch schon bekannt. Seal? Ey, für jede gute Reprint-Karte freuen. Und, Topaz, Digga. Ich hoffe, wir ziehen nochmal den Originalen. Ich würde gerne nochmal vergleichen. Den neuen und den alten. Weil ich finde, ich meine es zumindest. Deswegen will ich auch nochmal sehen, nicht, dass ich verwechsel. Oh Gott, was ist das denn? Okay, wir haben Dice Dungeon. Es ist auch in die Anlegung. Und ja, wir können hier eben würfeln. Und dann können wir ATK erhalten oder verlieren lassen. Feld sieht sehr, sehr interessant aus. Man nimmt jetzt hier eben aus dem Anime Dice Dungeon und ja, macht sie als Karten. Warum nicht? Regenbogenbrücke, Topa. Oh, da haben wir ihn. Okay, ich wollte nochmal gucken. Ich muss sagen, der Originale sieht stolz aus, kann man eigentlich sagen. Stolz aus. Und der neue sieht halt eigentlich wirklich, der hat auf jeden Fall Lust. Der hat auf jeden Fall Lust. Das ist Ninjutsu. Ich habe gesagt, eben mit, mit Stufe 4 oder niedriger, aber es soll letztendlich auf Stufe 2 hinauslaufen. Why not? Artemis. Der Secret Rare Effekt ist so hübsch. Und die Kamera möchte den Secret Rare Effekt nicht. Sehr nice. Super, finde ich gut. Spielen wir ja in die ein oder anderen Invoke-Deck. Durchaus. Okay. Celerengrade hat hier auch Karten drin. Kettenkobold in Ultra. Nehmen wir mit. Ja, klar. Also, wenn Schwarzflügel, dann bitte auch ein Panzermeister. Chaos-Valkyrie. Sind hier alle Chaos-Karten? Ist hier auch Chaos-Space drin? Müsste ja dementsprechend auch Chaos-Space drin sein. Und Thun umblättern. Oh mein Gott, alle aus Toon Chaos. Es sind alle Karten aus Toon Chaos hier drin. Das ist doch schön. Alle Karten aus Toon Chaos sind hier drin. Das ist wirklich schön zu hören. Das ist wirklich schön zu hören. Ja, schöne Anime-Karte. Schwarzflügel. Also, es sind auch wirklich Insekten. Also, ich muss sagen, dem muss ich nachts nicht begegnen. Und nochmal ein Topaz-Tiger. Haben wir schon zwei? Aber dass hier einfach alle Toon Chaos-Karten drin ist, nice. Oh, der Toon, okay, ja. Ist hier wirklich drin. Alle Toon-Karten sind hier drin. Nochmal, boah. Dann neue Moftronisch-Karten. Hier drin sind zwei oder drei neue Moftronisch-Karten. Vor allen Dingen die Zauberkarte ist eigentlich ziemlich gut. Ich hoffe, wir ziehen die noch und Toon glänzender Soldat. Perfekt. Toon, wie gesagt, anscheinend hier komplett drin. Also jetzt ja, ist klar. Also die Chaos-Karten sind hier drin, Toon ist drin. Und Blackwing. Wie gesagt, ganz viel Blackwing. Interessant. Amethystkatze. Dann nochmal Dimensions. Und nochmal Nummer 100. Nett. Nehmen wir mit. Ich frage mich gerade. Warte. Also ich würde mich freuen, wenn ich noch. Hallo? Bitte zurückgehen wieder hier. Hallo?
Wenn wir noch ein bisschen Evil Twin sehen würden, wäre sehr, sehr hübsch. Oh! Na gut, man muss natürlich sagen, buntäugig. Es gab eben, ich habe eben auch schon gehabt hier, es gibt auch neue, Kunstkumpel buntäugige Karten. Dementsprechend passt das natürlich auch, dass eben hier der hier drin ist. Der Adler. Spielmarkensammler. Immer wieder eine Karte, die natürlich nicht verkehrt ist, wenn Spielmarken irgendwie relevant wären. Und. Oh, Stego! Er sieht so gut aus! Stego! Stego! Okay. Neuer Dino-Archetype. Die Karten sehen alle so gezeichnet aus, was ich sehr feier von Artwork her. Leider gibt es bisher nur 3 Karten. Ich hoffe, da kommt ein bisschen mehr noch. Der searcht eben Themen eigene Zauber und Fallen. Nice. Und es gibt halt noch einen Tyrannosaurus Rex quasi, der auch ziemlich cool ist. Der sogar sich selbst rufen kann, quasi als Quick-Effekt, was ich sehr nice finde. Aber wie gesagt, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Wenn dieses Secret ist, dann muss der Tyranno ja auch ein Secret sein. Hübsch. Ich will jetzt, okay. Ich habe gesagt, ich Patchwork. Natürlich, mit Kettenkobold passt. Nummer 2, wie gesagt, Ninja, Insekt, Rang 2, habe ich ja gesagt. Da basiert ein bisschen eben das Thema drauf. Ne? Wir wollen halt eben da rein. Was wollte ich jetzt sagen? Plunder Patrol? Plunder Patrol? Rüste nur ein Plunder Patrol. Warte, so könnte es aussehen. Rüste nur ein Plunder Patrol Monster, eine Karte aus, hält 500 DK, dann kann die Gegner das Ziel für keinen Effekt wählen. Nice, du kannst diese ausgelöste Karte auf den Friedhof legen, beschwöre ein Plunder Patrol Monster. Selbe Mannschaft wie ein Monster aus dem Spielfeld oder im Friedhof als Spezialschirm von Extra Deck. Dann nimm das Monster, das für diese Karte ausgelöst war, rüste. Okay, ja, das ist Subi. Tipptopp. Nice. Oh, eine G-Golem-Karte. Und ich habe es gesagt, G-Golem. Es ist sogar das Gute, es ist das Kristallherz. Weil sie sagt Folgendes. Und zwar, sie kann einmal pro Spielzug ein Erdemonster. Nee, warte. Lege da, du kannst diesen Effekt einmal pro Spielzug machen. Erdemonster. Wo war das denn? Du kannst, genau. Gleich das Erste. Wenn man immer versucht, man soll die Karte einfach von vorne lesen. Und zwar, du kannst ein Erde-Link-Monster in den Friedhof wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung in diese Zone, in deine Zone, auf die diese Karte zeigt. Das heißt also, wir können hier ein beliebiges hohes Link, ja, Link-Monster Spezialbeschwören, was eben Erde ist. Kann sehr gut sein. Die Karte, von 2 Cybermonster, perfekt für alles, was mit Torka, was mit Adagnista, nett. Oh, die nächste Golem-Karte passt ja. Er ist quasi ein Extender, denn er ermöglicht es uns eben ein Erdemonster, was man normal beschwören oder setzen kann, vom Friedhof Spezial zu beschwören. Das heißt, wir können quasi theoretisch sofort in Link 2 gehen. Okay, was Schrecken ist hier drin? Ganz wild. Chaosraum in Secret Rare. Es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Es war ja klar, dass die Karte jetzt hier drin ist, aber sie sieht so hübsch aus. Ich bin schon super zufrieden. Es ist wieder, wenn man nicht weiß, was man sieht, es ist wirklich der Hammer. Das ist eben die Fallenkarte für den neuen Dino-Archetype. Und Chaos-Schöpfer, ebenfalls das Secret Rare. Sehr, sehr, sehr hübsch. Weiter geht's hier. So. Da haben wir, Amazonisch ist ja auch eben drin. Schwarzflügel, Rubinkarfunkel und, oh, Kokemiro. Nett. Nehmen wir mit. Interessant. Also, ich bin bei einigen Karten wirklich überrascht. Wie zum Beispiel den Kreis. Warum haben wir hier den Kreis drin? Keine Ahnung. Ausrüstungskasten. Falls du ein Monster kontrollierst, du kannst 2 Ausrüstungskarten mit unterschiedlichen Namen vom Deck vorzeigen. Dann bestimmt der Gegner natürlich eine und den hinzugefügte zusätzlichen restlichen unter dein Deck. Ach, krass. Equip Search. Okay, das ist interessant. Amethystkatze. Sehr hübsch. Wirklich sehr, sehr hübsch. Finde ich super. Nochmal die Falle. Amazonisch. Seal nochmal. Und. Das erweckt Erinnerungen. Ach ja, Blackwing mit dieser Karte. Einfach nur zu schön. Ein paar Packs haben wir noch. Noch 6 Stück in der Zahl. Mal gucken, ob wir noch die ein oder andere Überraschung ziehen. Also, ich packe das einfach nicht richtig gut weg. Es rutscht immer wieder runter. Kristallschädel. Nice. Himmels. Und wieder die Fusion. Thun hab hier. Ja, ist ja klar. Und
Ich bin immer wieder überrascht, was hier kommt. Einfach Fusionsschicksal. Ey, in Secret sehr hübsch, in Ultimate Rare aber auch sehr hübsch. Also OTR aus dem OTS-Pack. Sehr, sehr hübsch. Dann haben wir hier Blackwing weiter. Diddycrow die zweite, was gut ist. Da haben wir fast das Playset komplett. Und wir haben nochmal ein G-Golem. Ja, wie gesagt, ne, ist ein Golem-Archetype. Passt natürlich Link 3. Ich habe es ja schon gesagt, der andere hilft dir quasi automatisch eben in Link, von Link 2 in Link 3 zu kommen. Dementsprechend passt das natürlich, dass das Deck-Thema ebenfalls ein Link 3-Monster hat. Also ganz gut. Man muss auch sehen, allgemein Erde, Cybers, Link. Da ist was möglich, sag ich mal so, ne? Apparatenkiste, das ist die, die Morphtronisch-Karte. Die heißt zwar selber nicht Morphtronisch, aber diese Karte wird immer als Morphtronisch-Karte behandelt. Bedeutet also, die ist quasi searchbar. Und du kannst 3 Zählmarken raufpacken und 1 Zählmarke entfernen, um ein Monster zu beschwören. Stufe 1, 0, 0, Maschine Erde. Ist natürlich perfekt. Wenn der Token aber auf dem Feld ist, darfst du nur Synchro-Beschwörung durchführen. Passt natürlich eben zum Archetype. Dementsprechend ganz passend natürlich, ne? Wir haben Drangklau und oh, Chaos Base. Die zweite. Oh. Okay, ich will. Noch 3. Ich will. Nee, komm. Mir ist jetzt alles egal. Ich will einfach Chaos Base das dritte Mal ziehen. Komm, bitte. Komm, bitte. Chaos Base, bitte die dritte. Patchwork, auch super K natürlich. Oh, beide in einen? Okay. Nein, Nummer 2. Okay, komm, komm, komm. Chaos Base. Bitte, gib mir Chaos Base. Ich will Chaos Raum haben. Ich will ein Playset haben. Bitte, 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 bitte. Bitte. Ja, das ist auch die lustigste Fusion überhaupt. Komm, bitte. Bitte. Oh, buntäugig. Okay, buntäugig, wie gesagt, muss ja hier quasi drin sein. Weil eben buntäugig im Support hier auch drin ist. Und jetzt Chaos Space. Bitte, 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 Chaos Space. Es wäre so schön. Golem, Amethystkatze, Blackwing nochmal. Und Rubikafunkel. Schade, ne? Da, okay, da, wenn man zu viel will, ne? Wirklich, wenn man zu viel will. Schade, wir haben auch wirklich nicht die passende Karte hier zugezogen. Hätte ich gerne gehabt. Aber naja, ja, wir haben Rubinkarfunkel, Chaosraum zweimal, leider nicht dreimal. Wie gesagt, die neuen Golem-Karten sind sehr vielversprechend. Finde ich sehr interessant. Lässt sich auf jeden Fall machen. Fusionsschicksal. Okay, unerwartet. Schwarzflügel, hier ist halt wirklich viel Schwarzflügel drin. Ziel haben wir hier drin, wie gesagt, die neuen, Kukumiro, die Chaos-Karten sind hier alle drin. Dementsprechend dann auch alle. Stego. Ich finde die so cool, ich finde die so cool. Dann natürlich auch eben alle Toon-Karten. Wie gesagt, allein hier, also ihr seht ja schon, ne, alle 3. Dann eben, wie gesagt, die neuen Kristallungeheuer. Dann auch nochmal Artemis, sehr gut. Chaos, Uhrenwerk, wie gesagt, neue Karte, neue Fusion. Auch interessant, hätte ich jetzt nicht mit gehandelt. To Evil Twin freue ich mich wirklich sehr drüber. Diddycrow und Nummer 100 nochmal und eben das Mammut. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ich kann auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Ja, Leute, das war jetzt das Spezielle. Vielen Dank nochmal an Konami, dass ich das Ganze hier eben früher öffnen durfte. Freut mich wirklich sehr. Hat mir sehr gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber für euch jetzt, ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Duellieren.